euch ganz kurz erklären, wie das Ganze jetzt hier abläuft, weil das ist jetzt schon wieder neu und das ist nicht bei allen angekommen. Ihr könnt euch, oder zumindest die meisten können sich daran erinnern, dass wir im letzten Jahr ein Abschlusskonzert hatten, was so mega lang war, dass es war gruselig und grauselig. Also nicht nur für die Zuhörer, auch für mich. Und wir alle haben die Nerven verloren und es ging gar nicht mehr. Hieß also, wir müssen uns was Neues einfallen lassen. Jetzt probieren wir das also, dass wir sagen, wir haben im Prinzip schon Zwischenkonzerte. In den Zwischenkonzerten spielen die, so wie es beim Bundeswettbewerb übrigens gemacht wird. Das ist keine Erfindung von uns, sondern beim Bundeswettbewerb macht man das genauso. Da spielen die Preisträger, die 23 Punkte bekommen haben. Die spielen heute, die in den letzten zwei Tagen, egal in Klassik oder Pop, 23 Punkte bekommen haben. Die, die mehr Punkte bekommen haben, und das ist ja nun eher selten, das sind dann 24 oder vielleicht auch 25, ich weiß gar nicht, ich habe dies nicht generell gesehen, ist ja nun eine super Seltenheit mit 25 Punkten. Die spielen dann im letzten Konzert, wo alle vorher, eine halbe Stunde vorher, als es in dem Plan steht, ihre Urkunden überreicht bekommen. Wie das dann vonstatten geht, das werde ich später erklären. Wichtig ist jetzt nur mal, dass alle verstehen, wie das Ganze funktioniert. Heute spielen nur 23 Punkte Preisträger, später die 24 und 25 Punkte. Übrigens war es immer so gedacht, dass also vor dem Konzert die Listen draußen hängen. Einige von den Pop-Leuten hatten das nicht verstanden und die wissen bis jetzt noch nicht ihre Punkte. Aber ich kann die jetzt nicht vorlesen, weil das ist nicht ein Recht und das wäre auch ein bisschen blöd. Also in Zukunft wisst ihr dann, die hängen dann da und dann kann man kurz vor dem Konzert spätestens die sehen, dass ihr hier nicht sitzt mit dem Kribbeln im Bauch und denkt, oh Gott, gehöre ich jetzt zu denen oder zu denen? Ich kenne dieses und das ist grauselig, das will man nicht. Ne? Also deshalb wollte ich das jetzt vorher nur noch mal erklären, dass wir alle wissen, worauf wir uns eingelassen haben. Und ich hoffe, dass das jetzt ein tolles Konzert wird. Es ist toll in Moskau. Und jetzt gebe ich ab und jetzt geht es erst richtig los.